Hallo Freunde des guten Geschmacks und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu unserem Guide Zähmen leicht gemacht. Ich bin der Mintwe von den Junkie Monkeys und wir wollen uns heute ein Spino zähmen. Mit dabei habe ich natürlich wieder unsere Anna. Hallöchen. Und ein Spino, ich denke immer, das brauche ich nicht erklären, das ist dieses große Ding, was da, ich sag mal, mit dieser Flosse auf dem Rücken. Sehen wir gleich genau. Und zwar zähmen wir den Spino mit Bärenfallen. Das heißt zähmen, wir fangen den quasi in den Bärenfallen. Kann ich dazwischen durchlaufen? Ich würde dir nicht empfehlen, da reinzulaufen, weil dann bist du auch gefangen. Ich bin da durchgelaufen. So, und da hinten ist auch schon der Spino. Jetzt haben wir bloß das Problem, dass ich meine Armbrust noch in meinem Drachen habe. Die werde ich schnell holen und dann geht das scharf. Anna hat die Fallen schon scharf gemacht. Also das Ziel ist es jetzt, den Spino quasi anzuhitten und dazu zu sorgen, dass er in diese, ich sage mal jetzt, Fallen reinläuft. Ne? Au, weiß, Insekten. Das ist das Ziel in der ganzen Angelegenheit. Oh, mein Pfeil. Habe ich zu wenig Pfeil? Ich hätte den mal an. Warte. Schon zu spät wahrscheinlich. Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Das ist gut. Warte noch kurz. Ich packe mir noch schnell was an Pfeilen ins Inventar. Hat getroffen. Komme. So, Anna ist schon am Flitzen. Er kommt. Anna ist schon am Flitzen. Oha, der wird doch niemals hier reinlaufen. Doch. Das geht sich aus. Komm her, du Wichser. Entschuldigung für die Ausdrücke. Jetzt muss er erstmal die ganzen Paras töten. Oh, jetzt haben wir Parasaurus gefangen. Wir hatten ein Parasaurus gefangen. Wir haben noch ein Parasaurus gefangen. Fallen sind gleich alle ausgelöst. Komm schon. Was los? Jetzt komm. Ja, das Problem ist, dass der wilde Dinos angreift. Welche in der Nähe sind. Oh, diese Parasaurus. Komm schon. Dino. Wir haben keine Fallen mehr. Nur zur Info. Oh Mann. Wo ist er denn jetzt? Auf dem anderen Ufer drüben. Ich beschütze jetzt erstmal die Fallen. Nicht, dass sie gleich die letzten beiden Fallen noch das Zeitliche segnen. Ich glaube, der Spino rennt sogar schon weg. Kann doch gar nicht wegrennen. Nee. Jetzt kommt er hier rüber. Will er denn hin? Hat er getrunken? Ja, ich glaube nämlich, dass der schon wegrennt. Meinst du? Glaubst du mich an? Komm mal her. Ich hab grad voll meinen Drachen abgeschossen. Bleibst du bitte stehen? Danke. Wäre ich dir sehr verbunden. Da hinten läuft da der Spino. Aber ich erwische ihn irgendwie nicht. Er will mich auch nicht fressen. Eigentlich ja ein gutes Zeichen, ne? Eigentlich ja. Aber in dem Sinne jetzt nicht. Ne, der greift mich nicht mehr an. Okay, ich komme mal zu euch geflogen mit dem Drachen. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, weil ich den ganz gerne in den Bärenfallen haben wollte. Er greift mich doch an. Er greift dich doch an. Komm mit. Spinoli. Spinoli, komm. Vielleicht schüchtert der Drache ihn ein. Jetzt kommt er. Er hat gerade auch. Oh, Wendekreis. Hui. Denk dran, gerade auf die Fallen zu. Ja. Ist da wieder so ein Biber? Aber. Nee. Greifst du deinen Biber wieder an? Mann. Komm. Wie kommst du? Hey. Komm mit. Ich bin gleich da, Maxi. Ja. Ach, komm schon. Auf, ich geh mal zu Fuß. Geh mal weg mit deinem Drachen. Ja. Oder? Kommt er. Nee.
den mal an. Ja, nicht, dass er jetzt gleich wegläuft. So, jetzt glaube ich, wird es Zeit, sich zu verpissen. Ja, der läuft schon wieder weg. Deswegen nimmt man eigentlich auch Bärenfallen, sofern er reinläuft, weil der einfach so verdammt schnell ist beim Weglaufen. Ich hier eine scheiß Schildkröte töten. Bist du mich? Magst du mich nicht? Wie, du läufst in meine Junge. Bärenfalle. So. Er liegt. Maxi, er liegt. Wie, er liegt? Wo liegt er denn? Ja, er liegt bei den Bibern hier hinten. Oh Mann. Okay, dann werde ich jetzt mal zu dir kommen. Dann haben wir ihn wohl doch so gekriegt. Normalerweise sollte man den mit den Bärenfallen zähmen. Das empfehle ich euch zumindest. Wir haben jetzt das Glück, dass er diesmal so liegt. Ist ja auch nur ein Level 70. Ja, hier liegen, schön am liegen, Felsen. Liegen sieht anders aus. Der hängt mir in der Klippe. Ne? Ich töte mal hier alles so, was hier rumläuft. Ja. So, und hier haben wir auch schon den Spino. So, dann werden wir da jetzt gleich erstmal das Narkosemittel reinpacken und die Anna hat das Kibbel. Ja, komm, ich komme zu dir. Bleib da stehen mit dem Drachen. Du hast das Kibbel nicht im Drachen? Nee, im Giga. Hier hinten. So. Kibbel haben wir. Das ist übrigens der kleine Giga, den wir mal gezählt haben mit euch. Der hat mittlerweile 229 Level. Mhm. Eine Maschine ist das geworden. So, wie gesagt. Und Spino. Hat auch schon 4 Babys produziert. Ja. Spino 10. Okay, Kibbel haben wir drin. Kibbel haben wir da. Narkosemittel haben wir drin. Jetzt schmeißen wir das Kibbel da noch rein. Und dann wird er ja, denke ich mal, bestimmt gleich das erste Mal fressen. Der ist bestimmt schon ausgehungert. Oder? Das wahrscheinlich jetzt nicht. Nee, dauert noch einen kleinen Moment. Auf jeden Fall ist das Spino ist schon echt geil. Der kann schön schwimmen, der ist richtig schnell im Schwimmen. Der ist richtig schnell allgemein am Land auch, das werdet ihr merken. Und wenn der richtig High Level ist, dann ist der richtig flott. Also im Wasser ist er sehr schnell. Doch ich muss dazu noch sagen, er kann nicht unter Wasser atmen. Das ist ein vieler großer Fehler, den viele machen. Die denken, dass er unter Wasser atmen kann, aber das kann er nicht. Also er stirbt euch irgendwann unter Wasser. Ne? Ihr müsst da echt vorsichtig sein. Aber dafür ist er verdammt schnell im Wasser. Ja, das ist er aber richtig schnell. Das werden wir ja gleich sehen. Wir haben ja einen Sattel dabei. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen Spino rein. So, jetzt hat er auch schon das erste Mal gegessen, unser wilder weiblicher Spino Level 70. Wir kriegen eine Effektivität von 100% und plus 34 Level, Entschuldigung. Und mit einmal essen frisst er 35% Zähmung, perfekt. Das wird jetzt hier natürlich noch ein bisschen dauern, deswegen machen wir hier jetzt einen Cut, damit das für euch nicht so langweilig ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon wieder. Und unser wilder weiblicher Spino ist mittlerweile bei 70,1% und der müsste gleich essen. Und wenn er das nächste Mal gefressen hat, haben wir ihn bei einer Zähmungsrate von 35% rein theoretisch gezähmt. So, die Anna war auch so frei und hat hier ein paar Stacheln aufgestellt, weil das dauert ziemlich lange, so ein Spino zu ziehen. Ihr merkt das schon, das ist mittlerweile dunkel geworden und das zieht sich hin, das dauert sehr, sehr lange. Also ich würde mal sagen, ohne das Kibbel könnt ihr da ruhig 1,5 Stunden einplanen, bis ihr den gezähmt habt. Weil der wird ganz oft fressen und fressen und fressen und fressen, das dauert wirklich lange. So, jetzt warten wir nur noch darauf, dass er gleich was isst, der kleine Verbrecher. Und zack, da haben wir doch schon. Wir haben uns ein Spino gezähmt. Da ist er. Spino Level 104. Sehr schön. So, dann werden wir dem mal den Sattel aufsetzen. Und das Kibbel wieder rausnehmen. Nachher frisst er uns das noch weg. Das wollen wir ja nicht. Und zack. So, jetzt sitzen wir auf dem Spino drauf. Sieht natürlich schon episch aus, ne? Muss man ehrlich sagen. Der hat auch schon so ein paar Moves, hat er. Also das ist quasi hier so ein Schlagmove, den er hat. Ich drehe die Kamera für euch mal ein bisschen. Ne? Und dann hat er hier quasi noch so ein, ich sag mal so, Hinstellen auf den Hinterbeinen. Ne? Ich stelle mal auf Außenkamera und zoome mal ein bisschen raus, dass ihr das besser seht. So, jetzt steht er quasi auf den Hinterrein mit der rechten Maustaste. So, wieder runter, wieder hoch. Kostet natürlich Ausdauer. Und er kann auch dann im Stehen so schlagen. Ne?
So, und jetzt gehen wir mal ins Wasser mit dem Freund. Der kann nämlich sehr gut schwimmen. Natürlich im tiefen Wasser. Ist jetzt nicht so tief. Wo ist es tiefer? Ja, okay. Es ist nur ein bisschen flach hier zum Schwimmen. Aber er kann eigentlich sehr, sehr gut schwimmen. Aber hier ist es ihm anscheinend zu flach. Wenn ihr euch ein Spino zähmen wollt, den findet ihr meistens bei den Redwoods. Da läuft er rum. Er macht auch gut Schaden, wenn ihr jetzt irgendwas anhättet. Wir werden uns mal was suchen. Du bist ein bisschen schnell, du bist ein Gallimus. Dich kriegen wir auf der Schnelle nicht. Guck mal, da ist so ein, eine Kanu-Truppe. Die werden wir jetzt mal ausschalten. Mit Terrorbird im Gepäck. Guck mal, er macht schon recht gut Schaden. Die beiden Kanus sind jetzt weg vom Fenster. Ausdauer ist gerade ein bisschen im Keller, müssen wir einen kleinen Moment warten. Wieder zurück. Das sieht doch mal Weltklasse aus. Ja, genau. Er kackt auch ganz gerne mal ins Wasser, der Spino. So. Und dann wäre es das auch schon gewesen. Das ist der Spino. So zähmt ihr den. Er ist eigentlich sehr cool. Macht richtig Fun, mit dem durch die Gegend zu laufen. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch oben oder ein Abo oder einen Kommentar da. Fürs Kibbel guckt da einfach mal in die Infobox oder in die Videobeschreibung. Die Videos sind da verlinkt. Was machst du denn jetzt hier? Hau ab. Gibt's ja wohl nicht. Was aber? Ah ja, dass du ein Spino angreifst. Einfach so, du blödes Fliegeviech. So, ja, okay. Wenn ihr Bock habt, noch mit uns zu spielen, kommt auf unseren Server. Die Serveradresse steht unten auch in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich von euch, wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.